Wir wollen uns jetzt hier nochmal unterhalten über ein paar Grundlagen aus der Elektrotechnik, ein paar Begriffe wiederholen, speziell Leistung, Leistungsfaktor und Wirkungsgrad, weil das wichtige Größen in den leistungselektronischen Schaltungen sind. Dazu betrachten wir jetzt zunächst mal die Leistungsbegriffe. Das heißt, wir schauen uns mal an, so ein Zweipol, ein Element mit zwei Eingangsklemmen, wo wir jetzt hier vorne eine Spannung haben, eine zeitlich veränderliche U von T und einen Strom I von T, der dort reinfließt. Und dann haben wir kennengelernt, dass wir hier für unterschiedliche Leistungsbegriffe definieren können. Zum einen die Momentanleistung. Die Momentanleistung ist das Produkt der Momentanwerte von Strom und Spannung, die wir hier an so einer Quelle messen, wird mit einem Buchstaben klein p gekennzeichnet. P von T ist also U von T mal I von T. Physikalisch die Bedeutung der Momentanleistung ist folgende: die beschreibt die Änderung der Energiezufuhr dW nach dT, die wir sozusagen an diesen Klemmen des Zweipols haben. Das heißt, bei positiver Momentanverlustleistung wird hier sozusagen Energie zugeführt dem Zweipol, ändert sich also die Energie in diesem Zweipol, und bei negativer Momentanleistung nimmt die Energie sozusagen an diesen Klemmen ab. Wenn wir von Leistung sprechen, meinen wir meistens die mittlere Leistung. Die mittlere Leistung wird bezeichnet mit dem Großbuchstaben P, hat manchmal auch noch die Bezeichnung als Wirkleistung. Und diese beschreibt die umgesetzte Leistung im Sinne der umgesetzten Wärmeleistung, die jetzt dort entsteht, oder der aufgenommenen Leistung, die sie dieser Zweipol aufnimmt, und zwar im periodischen Betrieb. Das heißt, haben wir hier Wechselgrößen, die periodisch sind, ist die mittlere Leistung, Wirkleistung, definiert als der arithmetische Mittelwert über die Momentanleistung. Das heißt, das Integral 0 bis t über p von t multipliziert mit dem Faktor 1 durch t, oder das Integral 1 durch t über das Produkt U von t mal I von t. An dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung: wir haben jetzt hier das Verbraucherzählfallsystem benutzt für diesen Zweipol. Das heißt, so in dieser Darstellungsweise Spannung und Strom angelegt, als ob das ein Verbraucher wäre. In diesem Verbraucherzählfallsystem, das kürzen wir jetzt ab mit VZS, Verbraucherzählfallsystem, gilt, dass U mal I größer 0 einer Leistungsaufnahme entspricht. Das heißt, ist das Produkt U mal I, wie hier dargestellt mit den Zählfallen, größer als 0, sind also die Werte von U mal I im momentanen Zustand größer als 0, nimmt dieser Zweipol in diesem Moment eine Leistung auf. Umgekehrt gilt, falls U mal I kleiner 0 ist, dass dieser Zweipol Leistung abgibt. Das heißt, dann haben wir Leistungsabgabe in diesem Zweipol. Jetzt dieser Zweipol soll jetzt bloß ein Symbol sein. Das könnte jetzt sein der Eingang einer leistungselektronischen Schaltung oder sonst irgendwie ein Verbraucher. Als nächsten Begriff wollen wir dann hier den Wirkungsgrad anschauen, eine wichtige Größe, Metrik für leistungselektronische Schaltung. Dazu erinnern wir uns zurück, vielleicht aus dem Physikunterricht oder Grundlagen Elektrotechnik, wie wir Wirkungsgrade definiert hatten für Systeme. Jedes physikalische System, das sozusagen Leistung verarbeitet, dem wird auf der einen Seite hier eine Eingangsleistung zugeführt, die nennen wir jetzt PE, das ist die zugeführte Leistung. Dann wird es irgendwo hier eine Leistungsabgabe geben. Können Sie sich vorstellen, das wäre jetzt hier eine leistungselektronische Schaltung, die eine Wandlung vornimmt, also eine Eingangsleistung verarbeitet, um eine Ausgangsleistung zu erzeugen, und dabei zum Beispiel Spannungen wandelt. Dabei wird aber auch eine Verlustleistung entstehen, Wärmeverlustleistung, sodass wir hier keine Ausgangsleistung kriegen, die gleich groß ist wie die Eingangsleistung, sondern sie ist etwas kleiner, und Maß dafür ist der Wirkungsgrad, abgekürzt mit dem Symbol Eta, als Verhältnis PA zu PE, oder allgemeiner hier als die Abgabeleistung geteilt durch den Wert der zugeführten Leistung oder der Aufnahmeleistung der Schaltung bzw. des Systems. Neben dem Wirkungsgrad ist die andere interessierende Größe in der Leistungselektronik diese Verlustleistung.
Weil letztlich die Verlustleistung zusammen mit der Kühlung, die wir für das Gesamtsystem vorgesehen haben, bestimmt ist, wie groß das System letztlich ist. Das heißt, bei kleinerer Verlustleistung können wir leistungselektronische Systeme kompakter bauen. Bei größerer Verlustleistung brauchen wir entsprechende Oberfläche des Systems, um die Wärme an die Umgebung abzuführen. Deswegen drückt man häufig auch den Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Verlustleistung und entweder der Eingangs- oder Ausgangsleistung aus. Das heißt, wenn wir berücksichtigen, dass hier zum Beispiel die Eingangsleistung die Summe ist aus Verlustleistung plus der Ausgangsleistung, dann können wir für den Wirkungsgrad auch schreiben, Eta ist gleich PA durch PA plus PV. Das heißt, hier die Summe aus Ausgangsleistung und Verlustleistung entspricht der Eingangsleistung, einfach nur hier oben eingesetzt. Oder wenn wir umgekehrt sagen, okay, wir wollen diese ganze Gleichung hier oben in Abhängigkeit von der Eingangsleistung darstellen, ersetzen wir also die Ausgangsleistung durch PE minus PV und kriegen dann für den Wirkungsgrad Eta ist gleich PE minus PV durch PE. Diese letzte Gleichung können wir jetzt auch noch nutzen, um an dieser Stelle die Verlustleistung PV, schreiben wir es kurz hin, auch auszudrücken, zum Beispiel durch die Eingangsleistung und den Wirkungsgrad. Das heißt, wenn wir das hier auflösen, den letzten Term nach der Verlustleistung, können wir auch schreiben, die Verlustleistung ist 1 minus Eta an dieser Stelle mal PE. Und dann können wir bei bekanntem Wirkungsgrad, bekannter Eingangsleistung hier auf die Verluste direkt sozusagen zurück schließen. Wie groß ist jetzt in der Leistungselektronik dieser Wirkungsgrad? Das kann man natürlich nicht allgemeingültig angeben, aber wir können so eine Größenordnung angeben, was vielleicht sinnvoll ist. In der Leistungselektronik haben wir typisch Wirkungsgrade im Bereich vielleicht von 70% bis 99%, also 0,7 bis 0,99, so als Größenordnung. Tatsächlich wird es so sein, dass wir diese sehr hohen Wirkungsgrade eher kriegen bei Systemen, die sehr hohe Leistungen verarbeiten, das heißt einige Kilowatt, einige 10 Kilowatt und aufwärts. Und die kleinen Leistungen oder kleinen Wirkungsgrade haben wir eher bei Systemen, die geringere Leistungen verarbeiten, vielleicht wenige Watt. Jetzt wollen wir noch genauer auf Leistungsabgabe, Leistungsaufnahme von zwei Polen eingehen und zunächst mal kurz wiederholen die Leistung bei sinusförmigen Größen, wie wir das in Grundlagen Elektrotechnik kennengelernt haben. Das heißt, dort hatten wir nämlich mehrere Leistungsbegriffe kennengelernt. Dazu betrachten wir jetzt nochmal einen Zweipol hier, wieder mit zwei Eingangsklemmen, wo wir vorne jetzt eine Spannung anlegen. Eine Spannung U von T und wo an dieser Stelle jetzt in den Zweipol rein ein Strom I von T fließt. Malen wir das mal auf. Das sollen jetzt sinusförmige Größen sein. Das heißt, wir haben jetzt einen Zeitverlauf für die Spannung und den Strom, dass wir hier so einen Sinus haben. Das wäre jetzt die Spannung U von T. Für den Strom entsprechend auch ein Sinus, hier vielleicht mit einem anderen Phasenwinkel an dieser Stelle. Und wenn wir das jetzt mathematisch beschreiben, dann können wir hier sagen, okay, tatsächlich in der komplexen Wechselstromlehre, wo uns das getroffen hat, hatten wir dargestellt, U von T, diese Spannung, haben drei Kenngrößen, und zwar den Spitzenwert. Das wäre jetzt hier Wurzel 2 mal dem Effektivwert, das wäre U max, multipliziert mit Sinus Omega T plus einem Nullphasenwinkel, den nennen wir jetzt hier Phi U. Und entsprechend der Strom hier I von T wäre jetzt auch eine sinusförmige Größe. Das wäre jetzt Wurzel 2 mal I effektiv, hier die Amplitude I max, mal Sinus Omega T plus Phi I. Und jetzt bei diesen sinusförmigen Größen hatten wir kennengelernt, da gibt es nicht nur einen Leistungsbegriff, sondern wir unterscheiden eigentlich drei Arten der Leistung. Auf der einen Seite die Wirkleistung, auch hier die mittlere Leistung, die während einer Periode umgesetzt wird, mit P bezeichnet als U-effektiv mal I-effektiv mal Cosinus Phi. Dann als nächste Größe die Blindleistung. Hier als ein Maß für die zwischen Quelle und Verbraucher hin und her pendelnde, nicht genutzte Leistung. Q ist gleich U mal I mal Sinus Phi und letztlich die Scheinleistung als Produkt der Effektivwerte. S gleich U mal I, U effektiv mal I effektiv, wobei jetzt hier bei Wirk- und Blindleistung an der Stelle die Phasenverschiebung Phi
als Phi U minus Phi I eingeführt ist, also als Differenz der Nullphasenwinkel von Spannung und Strom. Achtung, wir haben es in der Leistungselektronik mit an dieser Stelle periodischen Zeitverläufen zu tun und häufig, aus meiner Erfahrung heraus, entsteht dann der Fehler, dass man einfach versucht, irgendwie diese Gleichungen hier anzuwenden. Diese gelten aber nur bei sinusförmigen Größen. Das heißt, hier diese Beziehungen sind nicht allgemeingültig, sondern gelten nur bei sinusförmigen Verläufen. Dann wollen wir jetzt zum nächsten Größe kommen, Wiederholung, und diese ein bisschen präzisieren, neben dem, was wir kennen. Das wird jetzt sein der Leistungsfaktor. Das heißt zunächst mal die Überlegung, was ist der Leistungsfaktor? Gehen wir aus von der Definition. Das heißt, die Definition des Leistungsfaktors, wenn wir die uns anschauen, ist Lambda. Der Leistungsfaktor ist der Quotient aus P geteilt durch S. Das heißt, der Quotient aus Wirkleistung geteilt durch die Scheinleistung. Manchmal macht man hier auch Betrag von P. Und Lambda liegt im Bereich zwischen 0 und 1 an dieser Stelle. Was können wir uns jetzt darunter vorstellen? Was ist der Leistungsfaktor? Der Leistungsfaktor ist eine Kenngröße dafür, wie gut ein Verbraucher sozusagen das zur Verfügung stehende Angebot an elektrischer Leistung ausnutzen kann. So kann es vereinfacht sagen. Das heißt, haben wir einen Verbraucher mit einem hohen Leistungsfaktor, blockiert er sozusagen die Zuleitung für andere Verbraucher relativ wenig. Hingegen, wenn wir einen schlechten Leistungsfaktor haben, blockiert sozusagen dieser Verbraucher einen scheinbar größeren Scheinleistungsanteil oder einen größeren Anteil an der Zuleitung, als wir tatsächlich nutzen können. Was bedeutet das, wenn wir hier als Beispiel betrachten, wir hätten einen Leistungsfaktor von 0,5 bei einem Verbraucher, den wir an unserer Steckdose anschließen, würde das bedeuten, dass bei konstanter Spannung der Strom, der in der Zuleitung fließt zu dieser Steckdose, doppelt so groß ist als der, der fließen müsste, um dieselbe Wirkleistung umzusetzen. Das heißt, wir blockieren genauso viel, in Anführungszeichen, Strom, wie wir entnehmen, weil die Steckdose zum Beispiel mit einem konstanten Wert von 16 Ampere abgesichert ist. Das ist also erstmal die Bedeutung des Leistungsfaktors. Jetzt noch eine kurze wichtige Anmerkung. Wir hatten gerade die sinusförmigen Größen betrachtet. Diese Definition des Leistungsfaktors, Lambda ist gleich Wirkleistung geteilt durch Scheinleistung, P durch S, die gilt immer und nur für den Fall, dass wir sinusförmige Größen haben. Das heißt, nur bei sinusförmigen Größen gilt die bekannte Beziehung, dass wir hier sagen, der Leistungsfaktor, nennen wir ihn hier Lambda Sinus für sinusförmige Größen, ist an dieser Stelle dann gleich dem Wert Cosinus Phi. Ja, sehen wir, das ergibt sich hier an der Stelle, wenn wir einfach sozusagen die Definitionsgleichung für Wirkleistung und Scheinleistung hier einsetzen in die Definition des Leistungsfaktors. Wichtig, bitte das nicht durcheinander bringen an dieser Stelle. Der Leistungsfaktor ist nicht Cosinus Phi, sondern Cosinus Phi ist bloß ein Spezialfall, wenn die Ströme und Spannungen sinusförmig sind. Wir können tatsächlich einen Leistungsfaktor auch bestimmen bei nicht sinusförmigen Größen. Das heißt, der Leistungsfaktor ist definiert auch für nicht sinusförmige Größen oder für beliebige Strom- und Spannungsverläufe. Dazu wollen wir uns gleich mal ein Beispiel angucken, ein praktisches aus der Leistungselektronik oder Elektronikvorlesung, was wir dort kennen. Und zwar schauen wir uns die sogenannte B2-Schaltung an. Bisher kennen wir die vielleicht als normalen Brückengleichrichter. Das heißt, wir haben hier vorne auf der einen Seite eine Quellspannung, das sei unsere sinusförmige Spannung UQ. Dann haben wir hier die vier Dioden und wir haben jetzt hier den Spezialfall, den wir betrachten wollen, dass wir am Ausgang dieser Schaltung jetzt eine kapazitive Glättung haben. Das heißt, wir haben hier am Ausgang der Schaltung die Parallelschaltung aus einem Kondensator und einem Lastwiderstand. Und jetzt wollen wir uns hier mal angucken, wie sehen hier die Strom- und Spannungsverläufe aus und uns dann unterhalten über den Leistungsfaktor dieser Schaltung beziehungsweise was er an dieser Stelle nicht ist. Das heißt, wir haben hier wieder den Strom I. Malen wir mal uns auf die Verläufe, die wir kriegen werden für die Ströme und Spannung. Das heißt auch hier wieder, wir haben zunächst die Spannung
UQ haben als zeitlich veränderliche Spannung, sei jetzt hier wieder so eine sinusförmige Spannung. Dann schauen wir uns auch noch die Ausgangsspannung hier an, UA, an der Parallelschaltung aus dem Lastwiderstand R und dem Kondensator C, den wir dort haben. Wie wird die aussehen? Wir haben das kennengelernt in der Elektronikvorlesung. Tatsächlich wird sich dieser Kondensator in etwa auf die Höhe des Scheitelwerts aufladen und dann während einer Halbwelle entladen, wieder aufladen auf etwa den Scheitelwert, während einer halben Periode wieder entladen. Und wir kriegen dann am Ausgang eine relativ glatte Ausgangsspannung UA und haben dann hier die Funktion, dass sozusagen die sinusförmige Spannung umgewandelt wird in eine Gleichspannung am Ausgang. Das heißt, das hier ist eigentlich eine Schaltung von einem Gleichrichter mit kapazitiver Entlädung am Ausgang. Und wenn wir das uns jetzt nochmal angucken, dann wissen wir hier, von diesen vier Dioden werden immer jeweils zwei gleichzeitig leiten, aber es wird immer nur kurzzeitig ein Strom fließen, und zwar dann, wenn der Momentanwert der Spannung hinter diesem Gleichrichter größer oder gleich ist wie der aktuelle Spannungswert am Kondensator. Das heißt, nur in der Nähe des Scheitels der Eingangsspannung werden wir einen kurzen Stromfluss kriegen, und das wird dann so ein dreieckförmiger Stromimpuls hier beispielsweise sein. Das heißt, wir haben hier, wenn wir das betrachten, so ein Stromimpuls, kurze pulsartige Stromaufnahme I. Und jetzt ist tatsächlich so, hier können wir jetzt gar nicht mehr den Leistungsfaktor über irgendeinen Cosinus Phi bestimmen. Der ist hier an der Stelle nicht definiert. Tatsächlich hat diese Schaltung einen Leistungsfaktor, der kleiner als 1 ist. Das heißt, hier wird der Leistungsfaktor kleiner als 1 sein. Das heißt, hier ist der Leistungsfaktor Lambda kleiner als 1, aber die Phasenverschiebung ist in diesem Sinne hier nicht direkt definiert. Wo will ich hier sozusagen die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an dieser Quelle ermitteln, zwischen UQ und diesem Strom I? Kann ich nicht in dem Sinne. Das heißt, hier muss ich die Definition, die allgemeine Definition, einsetzen, um den Leistungsfaktor zu berechnen. Ich kann hier tatsächlich nicht irgendwie versuchen, einen Winkel Phi zu bestimmen. Ja, nicht hier diesen Abstand als Winkel Phi nehmen, das ist an der Stelle nicht korrekt. Um das jetzt zu betrachten, wollen wir jetzt hier nochmal ein weiteres Detail uns angucken. Und zwar wollen wir jetzt uns anschauen, was ist denn hier so sozusagen der Spezialfall. Und der Spezialfall hier ist, dass wir im Prinzip eine Leistung haben bei einem periodischen Laststrom. Und dann wollen wir uns mal angucken, wie geben jetzt Quellen Leistung ab. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, Leistung bei periodischem Laststrom. Das ist eine typische Anwendung in der Leistungselektronik. Das heißt, wenn wir hier nochmal so einen Block betrachten, jetzt nennen wir das mal Leistungsschaltung, eigentlich eine nichtlineare Schaltung, haben wir hier irgendwie so eine Leistungsschaltung. Die sei jetzt angeschlossen an eine Quelle, zeichnen wir mit UQ. Das sei wieder unsere Quelle, zeitlich veränderliche Größe. Und hier fließt dann ein Eingangsstrom IE rein, und wir wollen jetzt hier an der Stelle uns überlegen, okay, tatsächlich, welche Eingangsleistung nimmt diese Schaltung jetzt auf in diesem Fall. Und tatsächlich wird es so sein, wenn wir jetzt hier so einen periodischen Verlauf haben, wird die Quelle nur Leistung abgeben bei Spektralanteilen im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung, die auch in diesem Quellensignal vorhanden sind. Das heißt, wenn wir das kurz aufschreiben, bei periodischem Laststrom wird die Quelle nur Leistung abgeben bei Spektralanteilen von, nennen wir es jetzt UQ von T, im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung. Das heißt tatsächlich, gucken wir uns jetzt zwei Beispiele an, was könnte das sein? Wir haben gesagt, in der Leistungselektronik haben wir als Quellen entweder Wechselstromquellen oder Gleichstromquellen. Betrachten wir jetzt Gleichstrom an dieser Stelle, also eine Gleichstromquelle UQ, eine Gleichspannungsquelle eigentlich an dieser Stelle, dann gilt UQ von T ist gleich UQ gleich konstant. Ist also ein konstanter
gleichwert, dann wird die Leistung, die diese Schaltung aufnimmt, selbst dann, wenn wir hier einen periodischen Verlauf je von t haben, irgendeinen beliebigen periodischen Verlauf, sich nur errechnen aus dem Produkt uq, was dieser Gleichwert ist, der Quelle, multipliziert mit dem Gleichanteil IE dieses Stromes im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung. Das heißt, dieser Stromanteil IE, der hier zur Leistungsübertragung beiträgt, wird der arithmetische Mittelwert 1 durch t mal als Integral über eine Periode von IE von t sein. Das heißt, wollen wir an dieser Stelle die Leistungsaufnahme bestimmen bei so einer Leistungsschaltung, haben wir einen periodischen Strom, wissen aber, dass hier vorne eine Gleichspannungsquelle angeschlossen ist, müssen wir eigentlich nur den Gleichanteil betrachten, und das ist das, was sozusagen hier gemeint ist, dass bei einem periodischen Laststrom die Quelle nur Leistung abgeben wird bei Spektralanteilen, die selber in ihr vorhanden sind. Das heißt, diese Quelle hat bloß in Anführungszeichen einen Gleichanteil und wird deswegen bei ihrem Gleichanteil auch bloß diese Leistung abgeben können. Tatsächlich kann man sich diesen Zusammenhang herleiten, wenn Sie allgemein sagen, okay, UQ von T stelle ich da als Fourier-Reihe, IE von T stelle ich da als Fourier-Reihe, die Zeitverläufe multipliziere die miteinander, um die momentane Verlustleistung zu kriegen, integriere dann, um die mittlere Verlustleistung zu kriegen, und dann kann man die Orthogonalitätsrelation von Sinus oder komplett eine Exponentialfunktion benutzen, und wird dann sehen, dass eigentlich alle Integrale wegfallen, bis auf die, wo wir die gleichen Frequenzanteile drin haben. Der zweite wichtige Fall ist jetzt der, den wir in dem vorherigen Beispiel gesehen haben. Das wäre der Fall, dass wir sinusförmige Spannung haben, also eine sinusförmige Quelle. Das heißt, hier wäre jetzt UQ von T in diesem Sinne UQ max mal Sinus Omega T. Und in diesem Fall können wir die Leistung berechnen, die diese Schaltung aufnimmt, wenn wir wieder einen periodischen Strom haben, dass wir sagen, die mittlere Leistung, die Wirkleistung, die diese Schaltung aufnimmt, wird sein an dieser Stelle UQ max mal IE1 max, beides geteilt durch Wurzel 2, das heißt im Prinzip das Produkt zweier Effektivwerte von Spannung und Strom multipliziert mit einem Wert Cosinus Phi 1. Und jetzt müssen wir noch Folgendes klären. Tatsächlich hier an dieser Stelle wird der Strom IE1, in diesem Sinne IE1 von T, wie folgt definiert sein. Das wird sein IE1 max mal Sinus Omega T plus Phi 1, minus Phi 1 meinte ich. Und das ist jetzt sozusagen im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung der Grundschwingungsanteil des Eingangsstroms. Das heißt, wenn wir den Eingangsstrom entwickeln in eine Fourier-Reihe, wäre das der Anteil bei der Grundschwingung, und zwar der, wo auch die Quelle sozusagen vorhanden ist. Und nur dieser Anteil wird nötig sein, um die Leistungsübertragung an dieser Stelle zu berechnen. Und wenn wir da jetzt zu unserem Beispiel von vorhin zurückkommen, sehen wir, wie wir hier die Leistungsübertragung eigentlich bestimmen könnten. Das heißt, wenn wir hier sowas wie eine Phasenverschiebung nutzen wollten, um die Leistungsübertragung auszudrücken im Sinne des Leistungsfaktors, müssten wir jetzt den Strom I in eine Fourier-Reihe entwickeln und zumindest den Grundschwingungsanteil betrachten. Das heißt, hier beispielsweise, wenn wir das so machen, könnte ich jetzt hier erstmal so gestrichelt so einen Anteil IE1 betrachten. Das heißt, das hier wäre jetzt IE1, das wäre der Grundschwingungsanteil, und ich könnte jetzt hier raus sozusagen aus der Phasenverschiebung von diesem Grundschwingungsanteil und von dem Anteil bei der sinusförmigen Quellspannung hier und den entsprechenden Spitzenwerten die aufgenommene Leistung dieser Schaltung berechnen. Das heißt, Vorsicht, wenn wir hier so nichtlineare Verbraucher haben, dann können wir hier nicht mehr mit den einfachen bekannten Formeln von sinusförmigen Größen rechnen, mit dieser Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung, sondern wir müssen dann tatsächlich gehen über die Definition des Leistungsfaktors, um die aufgenommene Leistung zu bestimmen. Und tatsächlich, was der Hintergrund ist, eine Quelle gibt nur Leistung ab bei den Spektralanteilen, die in ihrem eigenen Spektrum vorhanden sind. Das heißt, wenn diese Quelle jetzt einen Strom verursacht, dieser Strom enthält aber andere Spektralanteile, die nicht im Spektrum der Quellspannung vorhanden sind, dann wird bei diesen Spektralanteilen auch keine Leistung
von dieser Quelle abgegeben an die Schaltung, zumindest keine Wirkleistung an dieser Stelle. Und entsprechend die zwei wichtigen Fälle in der Leistungselektronik, wenn wir leistungselektronische Schaltungen analysieren und wir wissen, die werden aus einer Gleichspannungsquelle gespeist, reicht es aus, die Gleichanteile zu berücksichtigen, um die Leistungsaufnahme zu bestimmen. Und genauso bei sinusförmigen Spannungen haben wir eine sinusförmige Quelle, die belastet wird mit einem periodischen Strom. Dann reicht es aus, sozusagen den Stromanteil bei der Frequenz, die auch in der Quelle vorhanden ist, zu betrachten und dort wie in der komplexen Wechselstromrechnung die Leistungsaufnahme zu bestimmen.